Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal mit dem Namen Remnant 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Ja, wir starten hier nur kurz einmal rein. Das ist also ein kleines Vorlaufvideo, denn das werde ich im Koop live streamen. Bedeutet, da es ein Tutorial gibt, werden wir das auf jeden Fall als Video hier mal machen. Vielleicht machen wir auch, wenn der Livestream beginnt, nochmal einen neuen Charakter. Weiß ich noch nicht, müssen wir mal schauen. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Und das ist jetzt erstmal nur für die Story, fürs Tutorial. Quasi als Teaser-Video, wenn ihr so wollt. So, wir fangen an mit der Charakterstellung. Na, das nehme ich doch mit. Nicht schlecht. Oh, na, das nehme ich doch mit. Ja, müssen wir mal gucken, was wir hier nehmen. Ja, hier Standard-Skin reicht. Augenfarbe, hätte ich gerne irgendwas Helles. So eine Farbe. Ich hatte mich hier schon einmal durchgewurstelt. Genau die hier, glaube ich, ne? Ja. Mit weißen Haaren. So. Mal die Bemalung bitte wegmachen, danke. Dann nehmen wir das hier. Bemalung machen wir gar keine. Hardcore-Charakter, ich glaube nicht, dass wir Hardcore spielen werden, lasse ich deswegen jetzt erstmal weg. Bestätigen. So, ich denke mal, wir werden auf Veteran spielen. Wie gesagt, es kann sein, dass sich das nochmal ändert, dass wir uns, ich spiele das mit zwei Kumpels dann, dass wir uns dann umentscheiden und dann werden wir sowieso einen neuen Charakter machen müssen. Jetzt werde ich erstmal auf den mittleren Schwierigkeitsgrad gehen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim dieser Video von Remnant 2 bzw. dem Tutorial. Auf geht's. Wenn ich mich selbst bemitleiden wollte, wäre ich bei deinem Vater geblieben. Oh, da geht's ziemlich tief runter. Lass mich dir runterhelfen. Ich schaff das alleine. Dreimal. Was? Ach, jetzt komm schon. Dreimal habe ich dich jetzt gerettet. Der Erdrutsch, dein Fuß. Was? Du wärst jetzt tot, wenn meine Mama mir nicht beigebracht hätte, wie man eine Wunde verbindet. Gut. Dann eben zweimal. Der Erdrutsch und gerade eben. Geht es dir gut? Lass mich. Es ist nichts. Hey, mir geht's gut. Na komm, krempel den Ärmel hoch und gib schon zu, dass wir Freunde sind. Das überlege ich mir noch. Schauen wir mal. Ja. Oh, es wird schlimmer. Hör zu, nicht gebrochen, kein Blut. Er wird sich beruhigen. Das macht er doch immer. Los, der Junge sagte, zur Station geht's hier lang. Hinweis, das Tutorial muss abgeschlossen werden, um dieser Sitzung beizutreten. Alles klar, genau deswegen machen wir das ja auch. Ja, da sind wir. Ich habe natürlich schon einmal das Tutorial gemacht, habe aber alles übersprungen, bin da einfach nur durchgeprescht. Einfach nur wegen der Einstellungen. Ja. Legen wir los. Von der Story her habe ich keine Ahnung.
Ja, das werden wir alles zusammen rausfinden. Wie gesagt, hast das du jemals vom Nordpol gehört? Das alte Märchen? Ja, wie diese Station. Ein alter weißer Typ hat sie gegründet. Nahrung und frisches Wasser. Alle vertragen sich. Ja. Das klingt mir nach einem Märchen. Sicher nur ein paar alte Typen, die sich unter der Erde verkriechen. Ich hoffe nur, dass wir ein paar Vorräte tauschen können. Ansonsten halten wir hier draußen nicht länger durch. Ja. Was ich sagen wollte, wie gesagt, das wird ein Koop-Livestream. Meinst du, dass Leute echt so gelebt haben? Ah, oh. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Fultons Original Blend drin ist, aber so glücklich habe ich noch nie jemanden gesehen. Nicht im echten Leben. Und das hier ist nur fürs Tutorial, um halt die Story ein bisschen mitzukriegen. Ich weiß auf jeden Fall, wir suchen irgendeine Station, die wahrscheinlich als Zuflucht dient. Ja, und das war's schon. Mehr weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ich habe den ersten Teil auch gespielt, aber ich auch mit Kumpels zusammen im Koop. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es hier überhaupt geht. Ich habe das nicht so wirklich verstanden. Naja, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie raus und wir werden sehen, was passiert. Aber ich denke mal, hier wird es noch nicht großartig was geben, was ich einsammeln kann. Verschlossen. Na toll. Wir können jetzt nicht umkehren. Wo sollen wir auch hin? Es muss einen anderen Weg geben. Ja, hier durchs Fenster vielleicht. Ja, das wird auf jeden Fall ein Video nur. Also ich werde wirklich bis das Tutorial zu Ende ist ein Video draus machen. Oh, toll. Da sollten wir eigentlich rüberspringen. Genau so. Und dann machen wir da die Türe auf. Mal gucken, ob ich das hier die Einstellung so lasse. Mal schauen. Was war denn los? Ja, los, komm. Haben heute noch was vor. Oh. Blutwurzwürze. Blutwürze. Nicht verschwenden. Verwende sie für deinen kaputten Knöchel, was diesen armen Schwein wohl zugestoßen ist. Hey, komm schon. Mir gefällt es hier nicht. Okay. 30 Sekunden Heal. Overtime. Alles klar. Hey, hier drüben. Wenn ich einfach das Auto nehmen hier, den Transporter, und damit losballern. Sprinten, einen ausschalten, ja, das wissen wir schon. Nicht hier oben drauf? Nein. Ausweichen und Sprinten verbraucht Ausdauer im Kamm. Okay. Ist hier noch was Verstecktes? Nicht so wirklich, ne? Das sieht so aus, als wenn man hier in den Hänger Auflieger vom LKW rein kann. Oh, das ist übel. Übel mit einer Beilage Brokkoli. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Meine Ma hat das früher gesagt. Nö, nee, kommen wir nicht rein. Schade. Geschossen. Hey, Danke. Das zählt übrigens nicht. Was, als gerettet? Dass ich dich mal gerettet habe? Warum nicht? Der hat gerade deinen Arsch gerettet. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas verpassen können. Wie gesagt, Tutorial. Wir gehen erstmal weiter. Altmetall? Achso, von dem Vieh wahrscheinlich.
Oh. Sieht lecker aus, oder? Klar, immer reiner in die Grube. Und dunkel ist es ja auch. Ich bekomme den Eindruck, dass es nicht so eine gute Idee war, nach dieser Station zu suchen. Okay. Gucken, ob sie es überhaupt noch bis zur Station schafft. Auf jeden Fall, wenn wir hier gleich auf Gegner treffen. Sieht ja schon hart danach aus. Point of no return. Kommen nicht zurück. Sieht so aus, als wären noch ein paar Holzmonster da. Nee. Die Station kann gar nicht echt sein. Nicht mit so einem Nest hier unten. Vielleicht sollten wir umkehren. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wir finden einen anderen Ausweg. Wie wird's den gleichen Weg zurück? Okay, es geht los. Aua. Alter, Alter. Boah. Muss sie einen Schaden machen, ne? Alles in Ordnung. Ihr seid in Sicherheit. Hey, warte mal. Wir sind Freunde. Wir sind hier, um zu helfen. Ich kann das nicht länger halten, Bo. Danke. Wer seid ihr? Keine Zeit für Fragen. Wir müssen hier weg. Auf drei. Eins. Zwei. Ich nicht. Jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Hey, wir haben immer noch uns. Richtig. Folgt uns, ihr zwei. Das waren nicht die letzten dieser Art. Okay.
Die hat anscheinend Zauberkräfte. Na dann folgen wir mal den Leuten. Die haben uns immerhin gerade den Arsch gerettet. Wo geht's lang? Da kommen wir nicht hoch. Hier wimmelt es nur so von der Saat. Was ich vorhin in der Station gespürt habe. Wartet. Ihr seid von der Station? Mist! Vielleicht gibt's den Weihnachtsmann ja wirklich. Ja, sie ist nicht weit von hier. Aber der Weg nach unten ist eingestürzt. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Oh, sieht auf jeden Fall sehr einladend hier aus. Oh, okay, es geht weiter. Oh ja, renn mir halt wieder vor die Flinte. Machst du einen auf Ashley oder was? Ja, man konnte ja auch die Seite wechseln. Alter, wie viel kommen denn hier noch? Großartig, es wird ja immer besser. Das ist korrekt. Na, dürfen wir wieder? Die Holzmonster wissen, dass sie verloren haben. Aber sie werden nicht einfach so aufgeben. Hier kommen sie. Was bist du denn für ein Hübscher? Der hält auf jeden Fall ein bisschen was aus. Alter, der hält eine ganze Menge aus. Oh. Der macht auch gut Schaden. Lad nach. Los, 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 los. Alter. Jau, lass mich doch mal hier weg. Oh Mann. Ah,
Okay, Ziel abgeschlossen. Ganglin der Saat. What? Hey. Alles okay? Nicht schlecht geschossen, Fremdling. Ja, ich hatte etwas Übung. Das glaube ich. Aber keine Sorge, die Station ist sicher. Sicherer. Also, echt jetzt? Nahrung und Wasser? Und Leute, die mit einem alten weißen Typen abhängen? So ungefähr. Hey, hey, warte. Lass mich dir etwas Wasser holen. Cass. Oh, das sieht mir nach Saatfäulnis aus. Aber ich habe noch nie einen so üblen Fall gesehen. Mir geht es gut. Wir müssen sie zur Station bringen. Und zwar schnell. Die Ärztin dort ist ihre einzige Chance. Wir sollten weiter. Und zwar bevor es dunkel wird. Ja, gut sieht's auf jeden Fall nicht mehr aus. Wächst schon alles dem Hals da hoch. Naja. Checkpoint aktualisiert. Verdammt. Das ist Riggler. Nenn mich Riggs. Ich hab dich, Schätzchen. Keine Sorge, Fremdling. Wir kümmern uns gut um sie. Willkommen in Station 13. Hey, keine Sorge. Riggs hat recht. Ihr wird's gut gehen. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus, ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Oh. Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal. Ich werde mich bei Ford melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht. Also, Fremdling, deiner Freundin wird es gut gehen. Ich bin Bo Ward. Und das ist Station 13. Du musst weit gereist sein. Die Saat stirbt zwar langsam aus, aber die Straßen sind immer noch gefährlich. Was habt ihr beiden da draußen gemacht? Wir haben nach euch gesucht, nach dieser Station. Am vorigen Ort war es nicht sicher und dann haben wir von dieser Station gehört. Nach der Station? Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass Leute wissen, was wir hier machen. Wir sind von der Außenwelt schon so lange abgeschnitten. Nun, es überrascht mich, dass Leute außerhalb der Tore über uns Bescheid wissen. Irgendwie ist das nett. Hey, frag rum, wenn du etwas brauchst. Oh, fang bei Ford an. Er möchte dich sicher kennenlernen. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt das Tutorial schon zu Ende ist, weil bis hierhin hatte ich schon mal gespielt. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen weiter und gucken uns hier mal ein bisschen alles an. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt erstmal sofort und folgen der Story, bevor wir irgendwas anderes machen. Viel über das Leben vor der Station, was du gemacht hast und so. Drücke M. Okay. Kann ich hier auch irgendwie... Achso, okay. Fragezeichen. Bo hat gesagt, ich soll mit Gründer Ford sprechen. Er hält sich in der Lagerhalle auf. Ist das die Lagerhalle? Ich denke mal, ne? Dann gehen wir da mal hin.
Transport, ja. Wird schon angezeigt, sehr schön. Das steht nicht zur Diskussion, Clementine. Du bleibst. Das ist mein letztes Wort. Ich kann mich nicht erinnern, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Darüber reden wir später. Geh mir aus dem Weg. Nett. Was ist das? Möchte haben will? Oh, wen haben wir denn da? Ah, der Fremdling. Natürlich. Wallace sagte, ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber du kennst das sicher. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Höchstpersönlich. Ich habe Geschichten gehört unterwegs. Ja, was sagt man dazu? Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also los, du zuerst. Wenn du wirklich der Ford bist, der diesen Ort erbaut hat, wie kannst du dann noch leben? Das ist eine zu lange Geschichte, als dass ich sie jetzt erzählen möchte. Bleiben wir bei der Sache. Weißt du, wie einige Dinge, die man trinkt, betrunken machen? Und einige Dinge, die man isst, krank und schläfrig? Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Komme ich etwas ab? Das ist nicht wirklich eine Antwort. Es ist eine großartige Antwort, nur keine ausführliche. Ah ja. Du hast mich erwartet? Nicht unbedingt dich persönlich. Aber ich wusste, dass jemand kommen würde. Das Gesetz des Durchschnitts. Irgendwer kommt immer irgendwann an, richtig? Wie clever von dir. Skeptisch, gut. Zufällig wusste ich, dass du heute kommen würdest. Oder ich hoffte es. Der junge Wallace hat es mir erzählt. Wer sollte das wissen? Wallace? Er ist ein besonderer Junge. Ähnlich wie jemand, den ich früher kannte. Sie hatte auch schlimme Träume. Träume über Dinge, die noch nicht geschehen waren. Er kann in die Zukunft sehen? Bei ihm ist es eher so, dass er sehr weit in die Gegenwart sehen kann. Manchmal. Oh Mann. Um was für einen Gefallen geht es? Ich würde gern mehr über die Leute erfahren, die hier leben. Das war's erstmal. Um was für einen Gefallen geht's? Ach, nichts Gefährliches. Ich muss meine Ressourcen sammeln und dann werden wir uns ernsthaft damit befassen. Ich würde gern mehr über die Leute erfahren. Wen genau meinst du? Warum hast du mit Clementine gestritten? Bo kommt mir etwas jung vor, um Bürgermeister zu sein. Ist Riggs wirklich so nett, wie er sich gibt? Ich habe noch eine andere Frage. Ich habe keine anderen Fragen. Eine Diskussion ist nicht dasselbe wie ein Streit. Clem und ich kennen einander bereits länger als die anderen hier. Das ist doch alles bereits Schnee von gestern. Kann nicht älter sein als, was, 19? Ihr Aussehen täuscht. Tatsächlich ist sie 132 Jahre alt. What? Hat sie gemacht, was du gemacht hast? Sie sieht echt nicht so aus, als wäre sie über 132 Jahre alt. Sie war 16, als ich sie vor über einer Lebensdauer zum ersten Mal traf. Aber seitdem ist sie keinen Tag gealtert. Weißt du, Clementine? Sie ist für immer jung. Auf der Höhe ihrer Hormone, Gefühle und Schmerzen. Du kannst dich sicher selbst daran erinnern. Und falls nicht, hat die kleine Plünderin, die mit dir kam, all das zu dir zurückgebracht. Ah ja. Bo kommt mir etwas jung vor. Im Vergleich zu wem? Bo mag jung sein, aber er weiß, wie man eine Station leitet. Er hat von den Besten gelernt. Er war nur ein Waisenkind. Station 13 hat ihn adoptiert. Als er alt genug war, wurde er der Sicherheitschef. Er leistete verdammt gute Arbeit. Es ergab Sinn, ihm die Leitung zu übertragen, als wir hier anfingen. Ist Riggs wirklich so nett? Es gibt niemanden in der Stadt, der so viel verloren hat wie Riggs. Ich weiß nicht, wie dieser Mann es jeden Tag aus dem Bett schafft. Aber er tut es. Und wir sind verdammt dankbar dafür. Ich habe noch andere Fragen. Dann frag mal. Das war's erstmal. Okay, Fremdling. Deine Fragen sind beantwortet. Jetzt bin ich dran.
Ich brauche eine fähige Person, die einem alten Mann wie mir aushilft. Sprich mit Wally. Du findest ihn bei den Docks. Rüste dich danach aus und triff mich vor dem Tor der Station. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Okay, jetzt sollen wir Wallace suchen. Interessant alles hier. Darüber werde ich jetzt nicht reden. Okay, Clementine hat keinen Bock mit uns zu reden. Dann gehen wir mal zu den Docks. Oh, Schießstand. Cool. Okay, hier kann man dann quasi seine Waffen testen. Interessant. Bräuchtest du. Kann man bestimmt auch Waffen kaufen und so, wa? Ja, das müssen wir uns alles später noch angucken. Gehen wir erstmal zu Wallace. Bei den Docks. Wer bist du denn? Mich. Oh. Guten Tag. Entschuldige. Gesichter der Paxultec kann ich mir nicht so gut merken. Wer oder was bist du? Oh, es ist neu. Ich dachte, ich hätte es schon einmal gesehen. Es ist ganz schön schwer, Paxultec auseinanderzuhalten. So ohne Hufen und Hörner. Ich bin Saiz Rakta Dwell. Mein Paxultec-Name ist Dwell. Ich verkaufe Kristalle aus meiner Welt. Sie machen einen Paxultec schneller, stärker und mächtiger. Sie helfen, Gegner zu besiegen. Und meine Preise sind recht fair. Mal sehen, was du herstellen kannst. Stärker machen werden als zuvor. Herstellen. Du kannst bei NSCs in der Welt und in Station 13 neue Gegenstände wie Waffenmods, Bosswaffen, Rüstungen und vieles mehr herstellen. Für die Herstellung benötigst du neben Altmetall zusätzlich unterschiedliche Materialien. Boah, ja, das wird alles noch sehr umfangreich werden, aufwerten. Manche Charaktere können deine Gegenstände aufwerten, wenn du ihnen die entsprechenden Materialien lieferst. Erhalten sie von erhalte sie von besiegten Gegnern oder finde sie in der Welt. Es ist äußerst wichtig, deine Gegenstände aufzuwerten, um die immer schwierigere werdenden Gegner des Spiels besiegen zu können. Okay, wir haben einfach noch gar nichts. Gut, damit müssen wir das, damit müssen wir uns noch später beschäftigen. So, wir sind jetzt an den Docks. Wallace. Wo ist Wallace? Ist da oben, okay. Hätte ich hier unten warten können? Meine Güte. Dann kraxeln wir mal hier hoch. Hi Wallace. Ist ganz oben noch was? Ich guck mal ganz oben. Eine Kiste vielleicht. Eine versteckte. Nur für mich. Ganz allein. Nicht. Schade. So, Wallace, was hast du zu erzählen? Ich sehe dich, Fremdling. Oh, ich sehe dich auch. Ford erwartet dich. Wobei es ihm wahrscheinlich nicht ganz bewusst ist. Er denkt, er braucht Hilfe, aber... Sie ist diejenige, die Hilfe braucht. Redest du über meine Freundin Cass? Du weißt es. Und auch wieder nicht. Entschuldige, ich sollte nichts sagen. Die Dinge werden kompliziert, wenn ich sie verrate. Ich bin Wallace. Habe ich das schon erwähnt? Wahrscheinlich. Die Sicht, weißt du. Entschuldige, das habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt. Bin ich sicher, was hier los ist? Du hast einen Weg zu gehen. Du wählst hier den ersten Schritt. Aber dein Weg kann sich ändern, wenn du es möchtest. Oh,
Ah, okay, hier kommen wir jetzt zur Charakterauswahl. Draufgänger, Jäger, Doktor, Helfer. Draufgänger. Beschreibung: Der Draufgänger ist ein der Draufgänger ist auf Nahkämpfe und gegenseitige Überlebensfähigkeit spezialisiert. Okay, erzeugt Erschütterung, Bollwerk und Amoklauf. Okay. Stirbt langsam beim Erleiden vom tödlichen Schaden, überlebt der Draufgänger und kehrt zurück in die Schlacht. Jäger, der Jäger ist auf Fernkampfschaden, Präzisionsschütze und das Markieren von Gegnern spezialisiert. Eiskalt erwischt, okay. Doktor. Der Doktor ist auf Überlebensfähigkeiten mit verbesserten Heil- und Relikteffektivität spezialisiert. Der Helfer. Der Helfer ist auf Teamwork sowohl alleine als auch in kooperativen Szenarien spezialisiert. Oh, den würde ich ja gerne nehmen, ne? Gut, na, ich wähle erstmal den Helfer und dann können wir das eventuell nochmal ändern. Müssen wir mal schauen. Wenn der Helfer zu Boden geht, wird seine Gefährte versuchen, ihn wiederzuleben. Cool. Ja, das macht wirklich Sinn. Das ist dann wohl der richtige Weg. Ja, ich gehe. Ja, also ich gehe besser. Natürlich, dein Weg erwartet dich. Sag Brabus und McCabe, dass ich dich geschickt habe. Sie haben, was du benötigst. Sie sind der nächste Schritt auf deiner Reise. Bis zum nächsten Mal. Ich hab jetzt einen Hundi, geil. Oh, schön. Hundi ist cool. Komm, bei Fuß. Geilo. Und dann haben wir jede Menge Zeug gekriegt, so wie es aussieht. Was wir jetzt auch anlegen können. Kappe des Trainers. Ach, das hat sie schon angelegt, okay. Gewicht, Rüstung, Ausdauer, Gesundheit. Widerstand gegen Korrosion, Widerstand gegen Leidenszustände, Elektrizität, Feuer und Blutung. Eieiei, das wird noch sehr umfangreich werden hier. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt einer anderen Sitzung schon beitreten können, ob das jetzt hier schon zu Ende ist. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal fürs Erste. Den Rest machen wir dann live im Stream. Ja, würde ich jetzt mal so behaupten, ne? Brabus? Brabus sollte seine Sachen besser. Na komm, Brabus machen wir noch. Damit wirst du nicht Ups, sorry. Na, du bist ja eine richtige Matschsperre. Rennst hier rum, als gehörte dir der Laden. Wallace sagte, dass ich zu dir kommen soll. Er meinte, du wärst der nächste Schritt auf meiner Reise. Der Junge, der zu der Saat spricht? Ich traue Wally nicht ein Stück. Aber ich bin auch nicht dumm genug, ihn wütend zu machen. Ich vermute, er sagte nichts Genaues. Brabus sollte seine Sachen besser polieren. Etwas über meinen Weg. Er sagte, du wirst das, was ich brauche. Klar, der Junge ist irre, aber er ist nicht dumm. Und wie ich sehe, ist deine Ausrüstung ausbaufähig, um es freundlich zu formulieren. Wenn er fragt, dann sag ihm, dass ich dir das hier gegeben habe. Kostenlos. Rix wird mir die Ohren voll jammern, wenn ich dich nicht als nächstes zu ihm schicke. Na gut. Geh also zu Rix. Sag ihm, dass er machen kann, was auch immer er will. Du bräuchtest einen längeren Lauf. Haben wir jetzt geile neue Waffen gekriegt? Geil. Okay, die müssten ja jetzt schon ein bisschen mehr können, oder? Sag mal hier. Eine Automatikwaffe. Nice. Was haben wir hier? Ist klar. ...300 DPS. Und das Ding hier? Also 250, ne?
gerade schießen können. Okay. Na, dann machen wir die restlichen Leute jetzt hier auch noch. Drücke Z. Achso, wir haben ja auch einen Nahkampfangriff, ne? Oh, was hab ich jetzt gemacht? Wir haben ja auch einen Nahkampfangriff. Alter, was für Riesenklauen, ist klar. Huni greift mit uns an. Geil. Okay, cool. So, dann gucken wir uns die hier. Dann machen wir jetzt hier alles nochmal durch. Gott verdammt nochmal. Hat Bo dich hier rüber geschickt oder bist du von allein hierher gestolpert? Bo hat dich erwähnt. Wenn es nicht für alles ein erstes Mal gibt. Okay, lass mich dir etwas Zeit sparen. Ich bin McKay. Und ich bin gerne allein. Für mich und meine Arbeit. Meine Arbeit sind das Basteln und die Modifikation von Waffen. Und das ist schon mehr Info, als ich normalerweise teile. Verstanden? Molly sagt, dass du mir mit meiner Reise helfen könntest. Das meinst du ernst, oder? Na gut. Also, was zur Hölle hat es mit dieser Reise auf sich? Ich weiß es nicht. Eins kann ich dir sagen. Wenn der Junge nicht verdammt nochmal ständig recht hätte, dann hätten er und ich einen verbalen Schlagabtausch. Gut. Nun, der einzige Grund, warum mich die Leute belästigen, ist, weil ich weiß, wie man mit einem Hammer umgeht. Also, entweder modifiziere ich deine Waffen damit, oder wir finden eine kreativere Verwendung. Ich sag dir was. Ich habe gehört, dass du vorhin etwas Seltsames bei deinem kleinen Ausflug aufgehoben hast. Vielleicht kann ich etwas damit anfangen. Herstellen, kaufen. Ja, Händler ist klar, da kann man kaufen und verkaufen. Heilender Schuss, Waffenmod. Startet eine Sprengung, die beim Kontakt mit Verbündeten explodiert und sie um 25% ihrer maximalen Gesundheit heilt. Ist ja cool. Schuss der Erschütterung, Altmetallschuss und Brandmunition. Okay, und herstellen. Heilender Schuss. Ah, hier müsste ich mich jetzt quasi entscheiden. Kaufen könnte ich das zwar auch, aber dafür haben wir nicht genug Kohle. Okay, feuert einen Krähenfußgranate, die explodiert und einen Bereich von 6 Metern abdeckt. Krähenfüße verursachen 20 Schaden pro Sekunde und verlangsamen Gegner. Bleibt 10 Sekunden lang bestehen. Feuert einen konzentrierten Luftexplosion durch alle Ziele innerhalb von 8 Metern, verursacht 150 Schaden und die vierfache Stoßwirkung. Und mit Feuer versehene Munition, wodurch der Fernschaden um 15% erhöht wird, dauert 20 Sekunden, verursacht zudem Brennen, was 200 Feuerschaden innerhalb von 10 Sekunden verursacht. Ja, ich weiß nicht, was wir da machen. Nee, ich will hier eigentlich noch nichts nehmen. Aber geduldig sein gehört nicht dazu. Warte mal noch mit Rix. Hallo, gut zu sehen, dass du wohlauf bist. Was kann ich für dich tun? Ja, aber alle nennen mich Rix. Ich sorge dafür, dass die Leute da draußen sicher sind. Mein Spezialgebiet ist das Verbessern von Rüstung und Waffen. Wo wir gerade davon reden, Bo hat erwähnt, dass du etwas Hilfe gebrauchen könntest, um wieder auf die Beine zu kommen. Zögere nicht zu fragen, wenn du etwas benötigst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Selbst McCabe. Arbus sagte mir, dass ich zu dir gehen soll. Ich schätze, er hat nicht gesagt, warum. Er sagte nur, dass ich dich treffen soll. Nun gut, ich habe meine Spezialisierungen. Ich denke, ich weiß, was er meint. Komm zu mir, wenn du deine Ausrüstung verbessern willst. Okay, hier können wir also Ausrüstung verbessern. Gut, machen wir aber auch noch nicht. Ava McCabe, ja, dann müssen wir jetzt hier erstmal was wählen. Hat Wally dir auch gesagt, dass du meine Zeit verschwenden sollst? Dann nehme ich jetzt die Feuer. Schuss. So. Das sollte bei jeder Reise helfen, auf der er dich gesehen hat.
Sag Wally einfach, dass er das nächste Mal konkreter sein soll, ja? Dann sind wir hier wohl fertig, richtig? Oder brauche ich meinen Hammer nochmal? Ein echtes Wunder. Pass auf. Ist nicht persönlich. Ich lasse mich eben nicht gerne ablenken. Ich bin einfach am liebsten in meinem Element, weißt du? Ärgert mich einfach, wenn Leute vorbeikommen und meine Zeit für mich unterbrechen. Aber ich sag dir was. Du bist eindeutig nicht der durchschnittliche Streuner, der hier sonst so auftaucht. Also, ich mach dir einen Vorschlag. Du findest etwas Interessantes da draußen, bringst es zu mir und ich werde sehen, ob ich es als Mod für deine Waffen verwenden kann, okay? Wisst ihr, das war doch gar nicht so schwer. Ich bereue das alles jetzt schon. Alles klar. Jetzt müssen wir wieder zur Fort. Dann gehen wir wieder zur Fort. So, wir könnten mal das jetzt versuchen hier. Ah, das müssen wir erst aufladen, okay. Jetzt wäre es quasi soweit. Okay, interessant. Machen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Und noch Damage over time. Cool. So, dann nochmal sofort. Der war doch hier oben, oder? War das fort? Der Fremdling ist zurückgekehrt. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Der kann auch noch Sachen herstellen. Mist, wo war dein Fort jetzt? Wer war denn nochmal Fort? Hab ich schon wieder total vergessen. Ich glaube, der war ganz am Anfang, kann das sein. Oh, war das der alte Typ? Na, es wird uns bestimmt gleich angezeigt, wenn wir in der Nähe sind. Wenn ich den jetzt nicht finde, dann mache ich hier einfach Schluss. Weißt du, es ist merkwürdig, okay, wie ruhig es hier an manchen Tagen ist, als wäre nichts los. Dann gehen wir doch nochmal da oben kurz gucken und dann, wenn er da jetzt nicht ist, dann machen wir da Schluss. Dann werden wir den Rest im Live-Let's Play Orb herausfinden. Freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt einen Hund dabei habe. Das ist ziemlich cool. Ich mag Hunde. Darüber werde ich jetzt nicht reden. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo Ford ist. Da ist er, der Ford. Dann kann man jetzt doch noch schnell mitnehmen. Jetzt siehst du aus wie jemand, der einem alten Mann dabei helfen könnte, es mit der Welt aufzunehmen. Bist du bereit dafür? Wir können loslegen. Das höre ich gerne. Folge mir. Ich hab da eigentlich schon abgemottet. Doch immer nach zu Hause. Hier, nimm schon. Einfach kurbeln, dann funktioniert sie. Das war früher eine Forschungseinrichtung. Erste Klasse.
Wir haben hier unten Dinge vollbracht, von denen andere nicht mal träumen würden. Weder damals noch heute. Doch obwohl wir jede Menge gutes Personal hatten, hatten wir keine Ahnung, was die Steine wirklich waren, bevor es zu spät war. Die Steine? Die Weltensteine. Riesige rote Kristalle, die uns andere Welten sehen lassen. Oder sogar reißen lassen. Hätten wir also die Steine einfach verstecken und hoffen sollen, dass die Sowjets keine gefunden haben? Nein, wir alles werden herausfinden. Es war eine Frage der nationalen Sicherheit und des Stolzes. Also, ja, wir haben die Tür geöffnet und sind durchgegangen. Aber auf der anderen Seite hat etwas gewartet. Es begann nicht sofort. Die Einwohner der Welten, zu denen wir gingen, konnten uns nicht folgen. Wir dachten, wir wären sicher. Und doch fand diese abgeschlossen. Wie? Nun, das ist mein Haus. Komm, ich habe App. Komm schon, lass uns gehen. Einfach mal schon direkt ein Secret gefunden. Ja, eigentlich sollte der Part ja schon zu Ende sein. Jetzt machen wir doch noch weiter. Also vergesst, was ich vorhin gesagt habe. Oder gerade eben gesagt habe. Wir machen das jetzt hier noch zu Ende. Auch wenn der Part schon übel lange geht. Ich will halt sicher sein, dass ich direkt in die Koop-Session starten kann. Da bist du ja. Wenn wir dann am Freitag übrigens loslegen. So gegen 19 Uhr plus minus. Kannst du mir mal helfen? Hey, sieh dir die Streichholzschachtel an, die du gefunden hast. Ich habe da eine Vermutung. Okay, ist ein Questgegenstand, also doch kein Geheimnis. Klingt, als ob etwas darin herumrutscht. Entweder ein einzelnes schweres Streichholz oder etwas anderes. Rechte Maustaste. Interagieren. Ein Schlüssel wahrscheinlich, genau. Sehen wir zu, dass wir diese Tür aufbekommen. Wir können hier nicht den ganzen Tag herumstehen. Was ist das der? Der Weltenstein, ja. Oder zumindest ein Teil davon. Jeder Splitter ist so nützlich wie das Gesamte. Nachdem Haskard starb, haben wir ihn stillgelegt. Wie ich Alan damals sagte, das verdammte Ding ist gefährlicher als nützlich. Ha, natürlich nicht. Ah, egal. Nun, mal sehen, ob es funktioniert hat. Ob was genau funktioniert hat. Was zur Hölle? So viele Jahre. So viele Reisen. Ich frage mich, ob Andrew Ford, der diesen Kristall als erster berührte, je zurückgekehrt ist. Geh zurück. Bo soll diesen Ort versiegeln. Er soll ihn nicht nur unzugänglich machen, sondern ihn mit Sprengstoff unter einem Grab aus Stein beerdigen. Gefährlicher als nützlich, Fremdling. Vergiss das ja nicht. Fort! Fort! Oh Mann. Bo wird echt angepisst sein. Ha. Dieser Bastard hat's geschafft. Er hat ihn wirklich erweckt. Clementine? Hey! Hat er dir gesagt, wie man ihn verwendet? Will ich das überhaupt? Ein Systemausfall droht. Der Kern wurde kompromittiert. Die Versorgerin ist erforderlich. Beginn der Übernahme.
Oh. Fuck! Oh fuck, oh fuck, fuck! Oh nein, 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 nein. Tu es nicht. Tu es nicht. Oh, ich bin so ein Idiot. Okay. Ich hab nichts verstanden, was da jetzt passiert ist. Also ich weiß, der Raum ist, glaube ich, dieser Sitzung kann jetzt beigetreten. Ah, jetzt sind wir genau an der Stelle, okay. Also der Raum, in dem wir waren, der war, glaube ich, noch aus dem Vorgänger. Das weiß ich noch. Okay. Dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende. Hier brauchen wir irgendwas. Gut. Na dann jetzt nochmal. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch im Live-Let's Play Co-op Live-Let's Play wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ansonsten wird es ja auch als Video abgelegt. Ja, dann vielen Dank. Und einen wunderhübschen Tag euch noch. Clementine! Fort? Mist. Haut da rein. Wo seid ihr denn? Das ist doch alles wahnsinnig. Der Kristall und fort. Ich sollte jetzt los, um Clementine zu finden.